Willkommen zurück zu Let's Play The Shadow Breath of the Wild. Heute geht's erstmal hier weiter, denn ich habe mich informiert zu diesem Minispiel hier. Denn man kann es im Hole-in-One schaffen, aber das braucht man eine Lore, so ein Minecart halt, vom Todesberg. Und das muss man erstmal bis hierher bringen. Das ist, würde ich sagen, das ist weit, das ist sehr weit. Und anders kann man es, glaube ich, gar nicht schaffen, weil ich glaube, der Weg ist nämlich zu lang. So weit kann man, glaube ich, keine Kugel schlagen. Und jetzt sollte ich euch noch kurz sagen, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier hoch und holen uns die vier Crocs in Erinnerung und machen dann weiter und arbeiten uns langsam vor zum Dorf der Orni, denn wir wollen auch langsam einen dritten Titan befreien. Ja, let's go. Außerdem werden wir auch in der nächsten, also im nächsten Gebiet dann quasi, wenn wir mit dem hier fertig sind, das nächste wird auf jeden Fall wieder das Hatino-Gebiet sein, denn wir müssen da unbedingt nochmal was erledigen. Oh, der hat ein kleines Auto gemacht. Nochmal? Nee, okay, gut, das war nicht so. Ups, nicht so nice wie der erste Schlag. Aber egal. Und zwar will ich nochmal zurück nach Platino, denn wir wollen das Haus abbezahlen. Wir wollen, also ich will das Haus abbezahlen. Hier gibt es auch ein paar Bosse. Hier zum Beispiel ist glaube ich schon Ivarok oder so oder da. Hier gibt es halt noch ganz viele Crocs. Also es gibt nur wieder schon Waren, aber noch nicht alle Crocs haben. Und halt das hier, aber da haben wir auch erst angefangen. Deswegen werden wir das auch demnächst erstmal machen müssen. Ich denke auch, bis ich aber gemacht haben. Ja. Das hat nicht lange gedauert. Ich glaube, ich werde zwei Folgen einplanen. Haben wir auch schön was dazu tun. Wir müssen schon diese Erinnerung hier abholen am Osttor der Randelstraße. Und das Haus da bezahlen. Habe ich zwei schöne Videos. Und 100% auch dort. Halt, wie viel will ich heute noch umrennen? Eieiei. So, hier an der Karte wollte ich noch was untersuchen. Und zwar ist nämlich hier das hier. Ist es hier eine umgefallene Säule? Das wollte ich mir nämlich mal anschauen. Und hier ist auch ein Schrein. Hier ist viele Spurt-Sachen. Erstmal schauen, ob wir hier. Ich kann nicht viele Spurt-Sachen. Ich überlege, ob ich hier mal vielleicht. Oh, ich habe mich auf eine Ausdauer geachtet. Aber ich bin auch hier vielleicht mal merke. Boah, ist alles schon hoch. Obwohl doch nicht. Geht sogar. Ich bin, glaube ich, einfach falsch gesprungen und schon mit. Falls keine Ausdauer einfach an. Egal, das hat auf jeden Fall. Zack. Also ist es denn da vorne? Und? Was ist das hier? Nee. Ich vergesse mal ganz kurz. Was soll das denn sein? Es kann auch unmöglich das hier sein, oder? Ne, es muss hier genau links neben mir sein, also irgendwas hier. Keine Ahnung. Ich dachte, ich vielleicht einfach die Säule, aber deswegen wollte ich es mir mal anschauen. Warte ja auch noch nebenbei auf den Blutmond, um hier das zu erledigen. Also halt nicht hier die Quest da unten. Nebenbei ist auch, glaube ich, noch der Herr der Wildnis auch von der Liste. Haben wir auch noch nicht geschafft. Und hier sind schon die Ruinen. Nice. Mich würde schon interessieren, was das hier mal war, weil es sind so kleine Tore und so riesige Säulen. Vielleicht war es hier mal ein riesiger Tempel. Aber hier auf dieser Unebenen. Hier macht es nicht so viel Sinn für mich. Und das habe ich auch verpasst. Einen Hummer-Vergleich noch. Wieder da oben. Okay. Hä? Anscheinend doch nicht. Ah, ich hab's gefunden. Boah, der Titan da hinten ist auch so episch, finde ich.
Ich höre doch so Dingsmusik, oder? Vom Blutmond. Vertäusche ich mich da? Oh, das geht schnell. Eieiei. Bald ich Ding. Obwohl, es geht eigentlich. Oh, ist doch schnell. Obwohl. Ja, es ging eigentlich sogar. Ich dachte, es wäre schneller. So. Der ist abgehakt und jetzt geht's weiter. Und zwar ist dort vorne noch ein Grog. Ich bin auch vielleicht gelandet. Müsste ein Seerosen-Grog sein, wenn ich mich nicht irre. Und dann machen wir den Schrein und dann geht's an die Erinnerung. So, für den Schlag. So, irgendwann soll das hier perfekt zum Reinspringen. Oh, die glaube ich nicht, da würde ich nur auf die Steine knallen. Aber mal schauen. Nee, klappt aus. Oh Gott, schluck auf. Boah, ich hoffe, das kommt nicht mit dem Video. Ey, wenn. Ja, dann wäre das so nervig. Denn oh, da müsste ich es abbrechen, das Video jetzt. Und dann müsste ich es später aufnehmen. Oder wenn es schlecht läuft, morgen. Ja, nicht schlimm. Bisher läuft es ganz gut mit Schluck auf. Oh, Flecki. Alter. Genau, jetzt rein in den Schrein. Eine. Oh, schwierig. Jetzt setze ich mir ganz kurz bessere Rüstung an. Ja. Ich denke, so macht es am meisten Sinn. Yes. Dann mal los. Okay, er ist schlau. Alles wissen wir eigentlich ja schon. Und Feuer. Bam! Quatsch. Oh. So, gerade auffällt, die haben lange keine Mio mehr eingelöst. Nice. Perfekt. Macht der letzte Stack auch Doppelschaden. Bam! Alter. Okay, es kann ich was ganz Starkes ausrüsten am besten. Starke Einhänder habe ich doch bestimmt. Ja. Oh, ich füge was ein. Ja, schade, wenn ich die. Ah, das habe ich noch zum Angriff. Nice. Kann schon was essen. Dann geht's nämlich ganz schnell vorbei. Ihr könnt es leider nicht mehr sehen. Warum auch immer. Der Leben unser Gegner hat. Ich frage mich auch gerade, warum wir es davor sehen konnten. Ich meine, ich hatte ja. Hä? Oh, wegen dem Routerhelm konnte ich es sehen. Oder macht doch Schaden im ersten. Oh nö. Egal. Perfekt. Oh, muss was droppen. Nice. Ging eigentlich relativ schnell. Was? Alles okay. Ja, warte mal. Perfekt. So, am Freitag geht es auch ganz normal los mit Skyward Sword. Dann werde ich
wahrscheinlich zwei Videos immer am Tag bringen. Ich werde versuchen, aber ich denke, dass ich wieder gut reinkomme zur Zeit. Dann habe ich zwei Videos. Boah, drei Zelda-Projekte habe ich dann. Krass. Und zwar am besten, glaube ich, Skyward Sword und BOTW. Weil dann habe ich zweimal das Breath of the Wild Zelda quasi. An einem Tag. Jetzt noch mal zwei andere Zeldas quasi. Das ist, glaube ich, der bessere Abwechslung. Mal schauen, ich weiß gar nicht, wie viele Zeichen der Bewährung ich das eigentlich schon habe. Aber es könnte schon über. Nee, nicht über 10. Vielleicht 3 oder 4. Das fünfte schon, okay, nice. Dann holen wir uns demnächst mal das sechste Herz ab. Sehr schön, jetzt geht's an die Erinnerung. Aber ich denke, so können wir uns nicht erinnern. Wir ziehen uns schön genauso an. Wie in der Erinnerung. Damit es ein bisschen epischer quasi ist. Nicht wegwerfen. Sondern nur wegpacken. So und so. Perfekt. Wo ist die Erinnerung? Da. Link, erinnere dich an diesen Ort. Ich weiß nur, dass es keine schöne Erinnerung ist. Aber egal. Vielleicht freut sich Link ja irgendwie trotzdem. Immer keine Reaktion. Diese Ruinen müssen für den Helden bestimmt sein, den das Bannschwert auserwählt hat. Daran besteht kein Zweifel. Aber wie man sie aktiviert, wissen wir nicht. Was muss man tun? Wie gelangt man hinein? Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich heute nicht zu begleiten brauchst? Was deine Majestät befiehlt, ist mir egal. Ich sage dir jedenfalls, dass ich niemanden brauche, der mich beschützt. Geh zurück ins Schloss. Mein Vater wartet auf deinen Bericht. Oh. Jetzt lass mich endlich in Ruhe! Alles klar. Also Zelda ist, glaube ich, wütend, aber was hat sie gemacht? Er hat schon das Reckengewand, oder hat er in die Erinnerung das Reckengewand gehabt? Weil eigentlich hat er ja vor der... Warte mal, das ist ja nicht nach der Zeremonie sein. Ah, nee, ah, ich bin ein bisschen dumm. Ich habe es gerade mit Tyrell Warriors ein bisschen vertauscht, oder halt... was sie... zusammengeschlossen, aber es ist ja nicht das Gleiche. Das Link sie erst später halten. Aber Zelda war ja schon lieb, da die ganze zu ihm. Egal, ich habe mich nur vertan. Alles gut. So. Boah, ein 50er Schild haben wir bekommen. Das ist krass. Oh! Alter, schnell weg. Sorry, Flecki, dass ich dich gerade so geschlagen habe. Musst du mir immer richtig leid, wenn ich mein Pferd aus Versehen schlage. Und waren das hier alle Crocs? Lol, da können wir direkt dann hier rüber reiten. Wir dürfen ja keinen, ups, kein vergessen, keinen Krog. Keinen. Ja doch, kein Krog. Da ist noch keine Landbrücke. Hier ist auch noch ein Schrein irgendwo. Den hol ich, glaube ich, auch noch mit.
schießt mich gerade ab. Oh, so ein Dulli. Aber immer bei den Crocs. Ich habe das Gefühl, dass sie bei den Crocs eine höhere Spawnrate haben. Schau mal, du triffst nicht. Und ich. Ey! Und ich treffe. So muss jetzt erschreien. Aha, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Krass, ich weiß gar nicht, dass hier noch einer ist. In so einer Spalte. Ich dachte, in so einer, ja, Spalte wäre nur der da hinten. Aber nice. Ich will die. Schade. Eigentlich wollte ich die da hinten abschießen. So. Dann mal los. Herr des Winds. Ist es der Schrein? Oh no, bitte nicht. Wenn es der Schrein ist, den ich denke. Das macht jetzt der Satz. Egal. Oh nö. Ich mag den einfach nicht. BTF. Die Ballons sehen aber cool aus. Ob es so gut war. Ich schätze mal nicht. Aber was soll man damit mit denen machen? Was anderes wird mir damit jetzt nicht einfallen. Oh, das war sogar ein Headshot. Alles klar, und da hoch komme ich wohl nur mit Gleiten. Hä? Wie hilft sich darüber kommen? Auch nicht so. Ah, ich weiß wie. Oh Gott, dieser Schrein. Okay, ich kenne den Schrein gar nicht mehr. Ich habe ihn, glaube ich, nur einmal gemacht bisher. Es gibt nämlich noch so Schreine, da muss man boah, was muss ich nochmal machen? Lol. Wir müssen mal was ganz anderes machen und das ist ganz nice. Okay, kann ich mehr Herablaufen spawnen, weil ich glaube, ich komme nicht mehr so gut in die ran. Ja, kann ich. Da unten scheint keine Kiste zu sein. Hoffe ich mal. Werden wir es sehen. Aber es ist auch allgemein kein Weg nach oben. Aber da ist eine Leiter. Oh, scheint nichts da zu sein. Das ist ein Fässer. Mit zwei Rubinen. Braunenschlüssel, okay. Da gibt es ja schon noch eine Kiste irgendwo. Schande, was zur Hölle? BTF. Oh nö. Was muss ich denn hier machen? Der Erzbruch ist sogar bald der Erzbrucher und ist nicht gut.
Da ist so eine Kiste. Ich denke, damit können wir da hoch. Dann mal los. Oh je. Okay, ja. Kommen wir einfach rüber. Ist gut, denn jetzt können wir dahin. Vielleicht schon eine Schlüssel da drin, aber es wäre unlogisch. Nee, ein Waldschwert. Können wir gegen die Waldlanze austauschen? Das Runterfeld wollte ich eigentlich gar nicht. Aber egal. Denn 28 schon ganz stark. So, waren es alle Kisten? Natürlich nicht, denn der Schlüssel fehlt noch. Ich habe keine Falle da oben. Ist ja sozial. Hier kann ich, glaube ich, hier irgendwas rumdrehen. Wenn ja, dann. Oh je. Aber ich kann immer noch zurückgleiten, also. Ich glaube, schlimm wird es nicht sein. Hä? Ah, jetzt. Ach Gott. Ah, in die Richtung. In die Richtung. In die Richtung. Oh mein Gott. Dass ich das überhaupt geschafft habe, ist halt echt krass. First try vor allem. So, gibt es jetzt doch schnell noch irgendwas. Ach, das glaube ich auch noch für da unten. Oder? Ich tue es abschießen. Nein. Ja, keine Ahnung. Macht auch nichts. Dann geht's mal hier weiter. Boah, so ein langer Schrein. Nicht sein Ernst, oder? Der, wo den Schrein gebaut hat. Wie mache ich das nochmal? Oh, wow. Ah, es hat geklappt. Ich hab's nicht so gemacht, wie es geplant ist. Aber ich habe es cooler gemacht. Das ist alles direkt in Luft, die hätte ich gedacht. Aber gefällt mir. Und da ist endlich die Kiste. Alter, das war ein langer Schrein. Mit dem Schlüssel und... Was? Ich hatte Kisten. Oh, was war hier? Aha. Und noch eine Lanze. Elektro ist ganz nice. Die tausche ich gerne gegen meine... Diese Lanze. Schreibt die gerade? Lel. Okay. Was? Immer noch nicht alle Kisten? Oder? Oh mein Gott, nein. So, ich hab's gefunden, die Truhe. Ich hab das alles rausgekattet. Eigentlich wollte ich es gar nicht rauskatten. Alter.
unnötig. Ich habe jetzt, wie lang? 10 Minuten gesucht, glaube ich, danach. Ja, mal schauen. Ich denke, ich werde mal kurz schauen, wie lange ich jetzt gebraucht habe dafür. Und die Zeit werde ich jetzt doch kurz mit erkunden der Welt und hätten das wahrscheinlich noch holen. Weitermachen oder so. Ja, mega Fail von mir. Uff. Aber es ist ein echt guter Schrein, muss ich sagen. Der war echt verdammt cool, hat mega Spaß gemacht. Raus da. So, die gefühlten 10 Minuten sind 4 Minuten gewesen. Deswegen wird es noch kurz 4 Minuten jetzt hier weitergehen. Denn dort hinten gibt es was Schönes, habe ich gesehen. Und zwar ein paar Crocs. Der Berg hat wirklich gar keinen Croc, der ist für nichts da, so eine Schatztruhe. Und da kann man schon sehen, das Dorf der Orni. Und den Titan. Nichts für Gewürz ins Dorf der Orni gehen. Ich bin schon ein bisschen gehypt drauf. Denn dort hat mein Lieblingsrecke mal gelebt. Yes! So, da unten haben wir schon das erste Rätsel. Ich denke, wir gehen aber erstmal auf die mittlere Insel und segeln dann nach links runter. Lol, da ist ein Lager drauf. Huh. Okay. Oh, wie gemein. Weißt du? Aber mit ihm ist hier noch ein Stein und eine Kiste. Mit einem Topaz. Sehr schön. Und jetzt geht's. Oder warte mal. Nee, okay, doch nicht. Hab ich ja vertan. Ich dachte. Ja, egal. Ich dachte, hier wäre die Quest, die ich da machen muss irgendwann. Aber die ist dann nicht. Die ist woanders. Deswegen muss ich die Croc am besten jetzt schon holen. Aber krass. Ich war hier so lange nicht mehr. Und oh, wie das aussieht wie ein Titan da oben. Ich dachte, die verkaufen hier auch sehr viele Pfeile. War ganz kurz. Und der Wind müsste mich jetzt endlich hinübertragen können. Oder ich windbob mich rüber. Nice. Schau, wie ist so ein gemeiner Croc. Und wir haben alle geholt. Nice, darf ich sagen. Dann wir noch kurz nach oben. Aber nice, Profi, wir haben einfach echt viel geschafft. Hallo, so wenig sind wir gelaufen. Also bin ich gelaufen, sag ich mal wir. Ja, ja, Link und ich, sag ich mal so. Link und ich sind wir, okay. Aber nice, viel geschafft. Nach oben. So. Die Brücke müssen wir, glaube ich, sogar noch registrieren. Nein, okay. Aber ist sehr windig oben drauf. Sieht man. An Link vor allem. Nach an den Windrädern. Ja, da würde ich sagen, war es für die Folge. In der nächsten Folge werden wir, wie gesagt, dort hinten auf. Nach hinten. Also dorthin, nach hinten. Nach. Also. Wir gehen zum Dorf der Orni. Oh Gott. Und werden die Quest mit dem
Titanen dort oben starten. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Der Vogel da unten.